Ach, der ist ja schon offen. Tja, ist jetzt die Frage. Können wir eigentlich noch aufheben? Und dann gehen wir mal weiter. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal ein schönes Achievement mit dem Spelunker-Boy. Wir haben in der zweiten, in der dritten und vierten Ebene keinen freigeschaltet. Oh, wir haben Samson und Eve unlocked. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Wirklich beide schon unlocked. Bis jetzt hat sich das Lockpicking noch nicht so bezahlt gemacht. Die kann man immer mal wegsprengen. Da, guckt euch an. Zwei blaue Herzen. Drei blaue Herzen. Das ist halt immer worth. Diese Dinger wegzusprengen ist halt so geil. Kann man so viel erreichen mit. Das ist ein Teufelsraum-Item. Das können wir mitnehmen. Das Item können wir eigentlich auch theoretisch mitnehmen. Wobei es halt, ja, es ist schwierig. Ja, wir nehmen lieber das mit. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, die Frage ist, hier ein blauer Stein? Nein. Dieser Larry. Oder ist er nicht Larry, ne? Wie heißt er nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Gut. Wir haben halt echt durch diese Orbitals halt schon einen guten Vorteil. Kein blauer Stein, kein blauer Stein, kein blauer Stein, keiner. Sehr gut. Oder sehr gut, aber nichts verpasst. Die Karte Sun können wir jetzt einfach nur benutzen, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Die blauen Herzen werden halt nicht aufgefrischt. Man sollte versuchen, auf jeden Fall die Viecher hier durch die Stacheln durchzuleiten, um einfach mehr Schaden an denen anzurichten. Ist halt super easy. Gerade wenn man fliegen kann, das ist halt. Ah, das ist auf jeden Fall super worth. Ich glaube, ich kann die nämlich wegsprengen. Okay. Schade, diesmal nicht. Das ist der Rosenkranz. Der gibt uns, glaube ich, Blood of the Martyr müsste das sein. Das ist einfach nur ein Damage-Upgrade. So, hier ein blauer Stein. Nein. Schade, also bis jetzt hat sich das Trinket wirklich noch nicht bezahlt gemacht. Wir haben keine einzige goldene Kiste gefunden. Das ist halt super bad. Aber das ist halt das Problem, ne? Man kann halt auch so Pech haben in dem Sinne. Oh, haben wir echt. Wurden wir zweimal getroffen? So, jetzt ist die Frage. Ist hier der Secret-Raum? Warte mal, sieht doch schon so bröckelig aus. Nee. Ist anscheinend nur ein Trugschluss. Hier vielleicht. Yep, da ist er. Spreng dich mal weg. Ups. Oh Gott. Alter, bin ich komplett bescheuert. Ich bin ein Retard, Leute. Ich bin ein Retard. So, jetzt ist die Frage, da oben war noch ein Arcade-Raum zum Beispiel. Da können wir mal reingehen. Da weiß man nie. Da könnte auf jeden Fall noch was Tolles drin sein. Im Sündenraum war ja unser Kubis Paw. Okay. You unlocked Necropolis. Okay. Wir haben auf jeden Fall irgendwas unlocked.
Oh, shit. Ah, Mann. Ich sollte mich davon eigentlich nicht erwischen lassen. Okay. So, was kriegen wir? Eine Bombe. Okay, schade. Ich hätte gedacht, wir kriegen vielleicht einen Schlüssel. So, was ist die Frage? Spielen wir jetzt hier mal ein bisschen? Oh, Skatul. Vielleicht kriegen wir direkt einen Schlüssel. Nee, aber hier haben wir einen. Okay. Ah, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt nur noch so wenig Münzen. Das ist natürlich bitter. Das ist ein Item, das wandelt blaue Herzen in rote um. So. Ich weiß aber nicht genau, wie viel. Ich glaube, zwei blaue in ein rotes. Und mit dem anderen Item kann man drei blaue in ein rotes in drei blaue umwandeln. Jetzt ist die Frage. Kriegen wir noch zwei Münzen irgendwo her? Kriegt man aus solchen Sachen hier Münzen? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Dem Automaten vielleicht. Ich bin halt am überlegen, ob es so sinnvoll ist, das zu holen. Klar, die roten Herzen sind nicht schlecht. Die können wir mal wegschieben. Ne, ich glaube, ich hole es nicht. Ich lasse es erstmal. Ich weiß, wir können den Automaten wegspringen, da kriegen wir auch Münzen. Das stimmt wohl. Aber nee, wir lassen es erstmal. Wir gehen zu Mutti und wir lassen es jetzt erstmal nur bei den blauen Herzen. Wir wurden nicht getroffen, das ist schon mal schön. So. Wir haben ein HP-Upgrade. Und. Oh, das ist sehr schön. Wir haben Azazel unlocked. Und Darkboom, he wants to take your life. Der nimmt hier die Herzen und gibt uns dafür blaue. Immer mal wieder. Zack. Guck mal an. Das war doch schön, oder? Gut. Es sieht eigentlich alles sehr gut aus bis jetzt. Wenn wir noch ein paar rote Herzen finden, vielleicht auch jetzt ein paar goldene Kisten endlich mal, dann könnten wir vielleicht sogar jetzt mal Satan klatschen. Ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich mich selber weghau. Das ist gar kein Ding für mich. Oh, kommt drei. Das ist ja ein Kampfraum, ne? Nice. Wow. Ein Dime. Okay. Wow. Vielleicht können wir sogar noch Kane freischalten. Wenn es weiter so geht. Das hat der Vorteil jetzt mit dem Blockpicking. Was? Der hat uns trotzdem getroffen. Chariot? Was haben wir hier? Der Hero Fund. So, also Sun und Chariot nehmen wir mit. Heilige Scheiße. So, wir haben ein blaues Herz bekommen. Weiter geht's. Okay. Wir wollen auch hier eigentlich wieder direkt zum Boss gehen.
weiß immer noch nicht, was die Viecher können. Ist echt ein bisschen weird. Okay. Das sind immer noch Scheißhaufen, an die man nicht rantreten sollte. Ah, shit, wir wurden getroffen. Judgment. Ah, schade. Da muss man Leben opfern, das ist eigentlich nicht worth. Ich weiß nicht, ob wir mit der Karte Chariot das Ganze umgehen können. Oh ja. Contact from below. Wealth, but what's that cost? Okay. Wir haben ein Item bekommen, aber ich habe keine Ahnung, was das kann. Aber es ist ein Teufelsraum-Item. Also kann es, glaube ich, nur worth sein. Zack. So. The Stars. Und Two of Spades. Den nehmen wir mit. Und die Stars nehmen wir auch mit. Also nicht mehr viel, dann können wir auch Kane freischalten, theoretisch. Ist echt schwierig zu sehen, was jetzt hier meins ist und was die Gegnerschüsse sind. Oh, zwei rote Herzen. Nice. Oh, was ist das? Ah, das ist, glaube ich, der Whipworm. Ah, okay. Das ist auch ein komisches Item. Der macht doch irgendwas ganz komisches. Ja, wir nehmen mal Lockpicking mit. Okay, dafür brauchen wir also noch Schlüssel. Okay. Also, hier ist der Boss. Gehen wir mal hin. Loki! Das ist quasi Loki 2.0. Das sind nämlich zweimal Loki. Oh, das war nicht so worth. Loki ist immer noch ein sehr einfacher Boss, finde ich. Sei denn, man wird einfach random getroffen. Dann nicht. Loki's Horns has appeared in the basement. Nice. Also, Loki's Horns haben wir bekommen. Nice. Was ist das hier? Regeneration plus HP up. Und was haben wir hier? Hier haben wir zum einen Book of Belial. Das nehmen wir nämlich mal mit. Gibt uns ein Damage Upgrade. Ah, dieser Bump-Friend, ne? Dieser Dark Bump-Friend, der ist so gut. Der gibt uns immer wieder mal Leben durch die roten Herzen, die wir sowieso nicht gebrauchen können. Können wir die dann direkt eintauschen gegen blaue Herzen. Das ist so geil. Das ist wirklich einer der besten Begleiter, finde ich. Wenn man auf die blauen Herzen gehen möchte. Gerade wenn es später vielleicht noch das Polaroid gibt. Das ist so worth, echt. So worth. So, vielleicht noch ein paar Münzen sammeln. So, was haben wir hier? Hm. Naja, für eine graue Kiste lohnt sich der Bosskampfraum eigentlich nicht. Was soll das darstellen, frage ich mich immer. Was hat sich der Entwickler dabei gedacht? Das sieht sehr merkwürdig aus. So. Würmer sind echt tanky. The Fool? Nochmal The Fool. Gut, The Stars hat also immer noch so einen Crap-Effekt. Sehr gut. Schlüssel. Alles klar, so. Wenn man hier fliegen kann, ist das natürlich worth. Gib mir ein blaues Herz. Kein blaues Herz. Das ist aber ganz schön fies.
Okay, wir brauchen eigentlich noch ein Secret Raum. Ich will noch ein paar Münzen haben, damit ich vielleicht Kane freischalten kann. Okay. Ach scheiße, die habe ich ja gerade schon gesprengt. Ach, ich bin auch doof. Gut, hier vorne könnte einer sein. Wir haben eh noch genug Münzen. Bomben. Eigentlich sollten wir den auch finden. Okay. Muss man echt aufpassen bei den Gegnern. Oh, hier ist ein Raum mit zwei Schlüsseln. Nice. Oh, der Viererwürfel. Der würfelt, glaube ich, auch so einiges neu. Ich bin mir aber nicht sicher, was. Deswegen lasse ich es lieber, weil. Nee, ich lasse es lieber. Eine Münze noch, das ist doch nicht wahr, oder? Eine fucking Münze. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Arcade-Raum. Da müssen wir zwar eine bezahlen, aber. Wir werden dort zwei Münzen drin sein, oder? Oh, komm schon. Jawohl. Yay, you unlock Kane. Also, wir haben jetzt drei Charaktere freigeschaltet. Das ist wirklich G to the G. Die Karte Lovers bringt zum Beispiel auch ziemlich viel. Chariot, ja, das ist ziemlich cool. Okay, wir gehen mal weiter. Wir haben zwar viele Münzen, aber ich bin halt echt am überlegen, wo der Secret-Raum sein könnte. Hier vorne vielleicht am Sündenraum. Das könnte ich mir auch noch erklären. Ist jetzt echt die Frage, wo ist der? Wo ist der Secret-Raum? Hier? Hier? Habe ich irgendwas übersehen? Können wir hier reingehen? Ist das? Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Hier, den hier. Ah, okay. Blau? Jawohl. Okay. Zwei Schlüssel. Gut, also Kane haben wir schon mal freigeschaltet. Azazel und Eve. Und Samsung. Mein Gott, wir haben vier Charaktere sogar freigeschaltet. Mein Gott, das ist ja echt der Wahnsinn. Und jetzt gehen wir mal zu Mom's Heart. Ganz wichtig, Book of Belial aktivieren. Das ist eigentlich somit die schwierigste Phase am Anfang. Einfach schon zu viel Damage, Leute. Sehr gut. Rippung. So, wir gehen nicht in die Kiste hinein, sondern wir gehen zu Satan, dem alten Räudigen. Denn wir wollen mal gucken, ob wir es schaffen, ihn zu besiegen. Das wäre das erste Mal, glaube ich, dass wir Satan besiegen würden. Ja, das wäre das erste Mal. Transcendence freigeschaltet. Sehr gut. Challenge 6 freigeschaltet. Solar System. Mein Gott, wir schalten hier tausend Sachen frei, ey. Echt der Run der Freischaltungen hier. Komm schon. Stirb doch, du Räudiger, du. Es wirkt so, als halten die Bosse irgendwie mehr aus in dem Sheol. Und weg. Sehr schön, der Steam Sale.
Brauche ich zwar aktuell nicht, aber mein Gott, für die Kollektion. Das ist auch ein ziemlich räudiges Viech, ey. Oh Gott. Kriegt man die denn weg hier? Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Alter, wie lange hat er denn gebraucht, bis er mal seinen scheiß Kopf hochgemacht hat? Der Räudige. Voilà. Puh. Boah, die Viecher sind auch echt so nervig. Die fand ich schon im anderen Teil immer extrem räudig. Okay, hier oben lang. Oh, Alter, die machen sich Invis. Das ist ja richtig scheiße. Diese komischen Viecher, ey. Alter, das ist ja richtig arschig. Kann man ruhig mal wegspringen. Ah, genau deswegen. Alter, ich muss unbedingt zum Boss. Holy moly, ey. Was können die? Gar nichts, okay. Puh. Okay, gut, ab geht's zum Boss. Ich bin gespannt, ob man da auch wieder den Trick machen kann mit der Bombe. War ich ein bisschen zu schnell. Das Timing muss man erstmal raus haben. Easy, easy. Dieser Satan. So schnell tot. Einfach nur abgerippt habe ich ihn. Jawohl. Sehr schön. Und weiter geht's. Dieser Isaac. So versteckt in der Kiste. Gut. Das heißt, wir haben das Spiel erneut durchgespielt und haben Mom's Knife freigeschaltet. Dadurch, dass wir Satan getötet haben, auch Judas noch freigeschaltet. Mein Gott, haben wir jetzt alle Charaktere? Das muss ich eigentlich mal schauen jetzt hier. Isaac, Magdalene. Ja, wir haben jeden Charakter freigeschaltet, Leute. In diesem Run 5 Charaktere. Wir haben Samson freigeschaltet. Wir haben Eve freigeschaltet. Wir haben Judas freigeschaltet. Azazel haben wir freigeschaltet. Und Kane auch noch. 5 Charaktere. In einem Run. GG. Gut, Leute. Schreibt fleißig in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.